Tomate, Melone, Minze, eins von den besten Sommerkombinationen und eins meiner Lieblingsgerichte. Das Ganze noch gepaart mit einer Burrata und dann passt es schon perfekt. Und das Ganze können wir uns heute direkt in Vals anschauen. Ja, wie ihr seht, hat uns das Sommerwetter ein bisschen im Stich gelassen heute. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns den Sommer heute aufs Teller holen. Grüß euch, bin natürlich gekocht. Und was der Dandelhof genau mit Melonen am Hut hat, das werden wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Grüß dich. Hi. Du, Melonenfeld und Vals, das ist ein bisschen gegensätzlich für mich. Für uns nicht. Und du bist jetzt quasi mitten am Ernten. Genau, wir sind jetzt gerade Ernten eben. Für den Markt holen wir Zucker, Wasser und Honigmelonen, weil eigentlich sind alle drei die gängigsten und die Lieblings, sage ich mal, in der Saison jetzt. Genau. Wie seid ihr eigentlich auf das gekommen, dass ihr euch um Melonen kümmert? Also das ist ja schon... Ja, weil wir es selber gerne mengen. Und das, was du selber gerne magst, nachher suchst du natürlich, dass das bei uns irgendwie auch möglich ist zum Kultivieren, genauso wie die anderen Raritäten von uns. Jetzt sind das ja sind Netzmelonen, gell? Genau, das sind die Zuckermelonen mit dem Zuckermelonenfleisch. Und an was ist jetzt da genau der Punkt, wo du sagst, die ist reif und die ist nicht reif? Da siehst du schon erstens an der Vernetzung und was einfach bei der Zuckermelone ein typisches Zeichen ist, es fängt da beim Stängel an, dass die Frucht sie löst eigentlich. Ah, und da sind jetzt die Honigmelonen, gell? Ja, genau. Da ist jetzt wahrscheinlich die Farbe ausschlaggebend, oder? Genau. Ist der gelber? Da siehst du schön, da haben wir eine Unreife noch. Und bei der Honigmelone ist wirklich ganz einfach, da gehst du nach der Farbe. Und wenn du sagst, die hat so eine schöne Farbe wie ein Honig, dann ist es reif. Kann man sich leicht merken. Aber was ich mir für heute überlegt habe, ich habe einen Burrata mit, Büffelmozzarella. Ja. Und ich darf das gerne mit den Melonen kombinieren, aber da brauche ich eine Wassermelone. Was suchst du genau? Ich suche jetzt die reife Melone. Okay. Das ist bei den Wassermelonen. Schau, da haben wir schon eine. Bei den Wassermelonen wird die Reifestadium nicht nach der Farbe oder sonst irgendwas, sondern das erkennst am Keimblatt. Okay. Und jede Frucht hat ein so Blattl und auf das Blattl schaust, ob es reif ist oder nicht. Und wenn das ganz zusammengesenkt ist, dann ist die Wassermelone also verdorrt reif. Quasi. Und warum sind die jetzt so dunkelgrün und die hellgrün? Weil die Sorten, was wir da haben, das ist kein Selbstbestäuber, sondern die braucht Mandeln dazu. Das sind quasi die Weiberl und das ist das Mandel dazu. Okay. Und da sind einmal bei den Wassermelonen, da kriegt man drei Weiberl, ein Mandel. Und jede dritte ist eben dann eine Mandelsorte für die Befruchtung. Ein Wahnsinn. Schau, Markus, die ist reif, das zeige ich dir. Wenn du einstichst, dann zerreißt sie schon direkt. Wow. Das ist das Reifegrad. Und die ist dann reif. Wow. Das ist natürlich jetzt die beste Melone, wenn du einschneißt und es zerreißt die Melone. Mal, wie gut. Da lässt alles liegen und stehen dann ja. Für dich. Und das macht das Besondere einfach in Salzburger Melonen, weil die einfach so reif geerntet wird und einfach einen kurzen Transport hast, wirst du sonst von kein Italien, Spanien aufhören. Also da kann keine Melone dann einfach mithalten. Voilà, tropft. Es ist der Salzburger Melonenluxus. Also, das weißt du, warum wir das machen? Nie wieder andere Melonen, ja. Nur weißer Melonen. Die Melone gehört zu den Kürbisgewächsen und sie stammt ursprünglich aus Afrika. Es gibt zwei Hauptarten bei den Melonen, und zwar die Wassermelone und die Zuckermelone. Und alle Melonen, die bei uns erhältlich sind, werden eine dieser zwei Sorten zugeordnet.
Die Wassermelone hat eine dunkelgrüne bis gelbe glatte Schale und sie hat ein rotes Fruchtfleisch mit schwarzen Kernen. Die Zuckermelone und die Unterart auch Honigmelone hat ein gelbes, oranges oder auch weißliches Fruchtfleisch. Die Wassermelone wird als Schlankfrucht bezeichnet, weil sie einen hohen Wassergehalt hat und wenig Zucker enthalten. Sie hat viel Kalium, was unseren Wasser- und Elektrolythaushalt wunderbar reguliert. Außerdem hat sie nur das Carotinoid, wie die Tomate auch, Lycopin enthalten, was super ist für den Zellschutz und für unser Immunsystem. Die schwarzen Kerne in der Wassermelone sind fast ein bisschen schade zum Ausspucken, weil sie ganz viel Eisen, Zink und Magnesium enthalten haben. Im Vergleich hat die Zucker- und Honigmelone mehr Kalorien, aber auch mehr Vitamin C enthalten. Beide Melonenarten haben Vitamin B5, was die Pantensäure ist, enthalten, das super ist für unseren Kohlenhydratstoffwechsel, aber auch für die Synthese von unserem Cholesterin. Alle Melonenarten sind also gesund und so verwendet man einfach die, die einem am besten schmeckt oder die, die zum Gericht am besten passt. In den südlichen Ländern wird gerne die Honig- oder Zuckermelone für pikante Speisen verwendet. Jetzt haben wir die süße Komponenten, ja. Und ich brauche auch noch ein bisschen Säure. Und da waren halt Tomaten super. Ja, dann gehen wir gleich zum Folienhaus, da gehe ich ja schon Tomaten ernten. Ja, sehr gut, dann nehmen wir uns ein paar mit. Servus, grüß dich. Du bist da irgendwo mittendrin. Grüß dich. Monika schickt mich. Servus. Wir brauchen ein paar Tomaten. Hab ich ja schon gesehen. Also da ist ja Hülle und Fülle. Hülle und Fülle? Wir müssen fast jeden Tag drauf gehen. Das passt ganz gut. Wie viele Sorten hast du da eigentlich? Sorten haben wir heuer ein wenig weniger, aber wir haben glaube ich 5 verschiedene Sorten. Was du jetzt von den Datteltomaten, die sind, die haben wir die roten und die gelben. Die gelben haben ein bisschen süßlicher, die roten haben ein wenig tomatenlastiger, ein wenig die Säure ein wenig stärker. Und dann haben wir eher mildere, nur das sind die großen Eiertomaten, was wir haben. Und einfach so richtige Ochsenherztomaten haben wir auch. Das, was einfach von denen her nicht so viel Flüssigkeit hat, aber dafür mehr Fleisch. Dann kannst du eh schon mal eine kosten. Na ja, kosten bin ich Erster. Wie ist das bei euch dann energietechnisch? Das muss ein gewaltiger Aufwand da sein, oder? Bei uns ist es ein Kalthaus. Ein Kalthaus wird nicht geheizt. Das heißt, wir nutzen nur die Sonnenenergie. Also sobald sich da der Boden herinnen aufheizt und eben die Temperatur passt da herinnen, hauptsächlich vom Boden, dann können wir eben anfangen zum Tomaten setzen. Und somit haben wir eigentlich die Sonnenenergie, die was eigentlich von Haus aus da ist, genutzt für das Haus. Natürlich haben wir dann Sparer dran, als wir die eine, die was eben vorher schon setzen können, wo eben das Haus schon aufgeheizt wird. Was aber wir tun, das ist einfach die Bewässerung und das wird natürlich mit unserer Photovoltaikanlage auch genutzt, die Pumpen, die was wir von unserem Brunnen haben, dass einfach die dann wir selber nutzen können und dadurch einfach kein hoher Energieaufwand für uns ist. Dann werden wir uns ein paar Brocken, oder? Dann brocken wir ein wenig das. Bei mir hat es ca. 50% Ernteausfall, weil ich arbeite immer nach dem Motto, eine ernten, eine essen. Genau, das darfst du jetzt auch da, weil so oft bist du nicht bei uns. Ja. Wenn euch unsere Sendung heute gefällt, dann unbedingt Kanal abonnieren und Video liken. Die Tomate gehört zu den Nachtschattengewächsen und sie stammt ursprünglich aus Peru. Um das 16. Jahrhundert herum hat sie dann auch den Geschmack der Europäer erobert. Es gibt an die 10.000 verschiedenen Tomatensorten, ob groß, klein, rund, ovalförmig, Ochsenherzen, ob grün, orange oder rot. Die reife Tomate hat das Carotinoid Lycopin enthalten, was unserem Körper hilft, gegen krebserregende Stoffe zu arbeiten. Außerdem hat sie nur das Alpha-Carotin und das Beta-Kryptoxanthin enthalten. Das wiederum ist toll für unsere Sehkraft, aber auch zur Neubildung und Wachstum unserer Zellen ganz hervorragend. In den Tomaten ist außerdem nur Vitamin C, E, Folsäure und Kalium enthalten. Sie regt auch die Serotoninbildung an, was unsere Stimmung hebt. Sehr viel Lycopin ist zum Beispiel in Tomatenpasten oder Ketchup enthalten. Trotzdem soll man da beim Verzehr ein bisschen aufpassen, weil sehr viel Zucker enthalten ist. Generell wirkt die Tomate kreislaufunterstützend, herzwirksam und stärkt unser Immunsystem.
Idealerweise verwendet man regionale Tomaten, da Tomaten, die von ein bisschen weiter herkommen, sehr oft genverändert sind, um die Lagerfähigkeit zu verbessern, aber auch die Haltbarkeit. Außerdem werden sie sehr oft fast unreif gepflückt, was den Geschmack stark beeinflusst. Und was ist das da herüben eigentlich? Da herüben haben wir einen Mioga. Den weiß ich nicht, ob du den kennst. Das ist der japanische Ingwer. Okay. Der mal passt vielleicht für dein Gericht auch ganz gut. Die Monika nimmt den oft für so einen Tomatensalat her und sowas. Das ist nämlich eine Blüte und die ernten wir eigentlich unter der Erde. Und schau her, da schaut eine raus. Und die schneidet dann so. Und das ist die Mioga-Blüte, also eine Ingwer-Art. Und das ist eben vom Geschmack her ganz interessant. Das hat natürlich eine Schärfe. Aber das ist eher so wie ein Koriander, Orange. Boah, das ist genial. Ja. Das bauen wir gleich. Ja, das passt super dazu. Und da wachsen einfach nur diese Blüten unter der Erde. Unter der Erde, genau. Die fangen dann später sogar voll schön zum Blühen an. Okay. So weißlich. Und die ist aber nicht mehr zum Verzehren. Und das wird eigentlich in Japan hauptsächlich zum Würzen genommen. Wir Petersilie und Schnittlauch hernehmen. Jetzt haben wir eigentlich alles. Ich darf das dann jetzt gleich bei dir da fertig machen, das Gericht. Wenn du da Platz hast für mich. Ja, sicher. Dürfen wir einen suchen, oder? Völlig. Perfekt, dann schnappen wir das gleich. Ja, bitte gern. Mein Platzl habe ich jetzt gefunden und da werden wir jetzt unser Gericht natürlich fertig machen. Wir haben unsere super süße Wassermelone, wir haben unsere Tomaten, die wir gerade vorher geerntet haben. Wir haben natürlich auch noch unsere Minze, die brauchen wir halt auch noch, die nehmen wir noch dazu, weil die gibt nämlich auch noch mal so eine ganz spezielle Note. Und unseren japanischen Ingwer, den werden wir natürlich auch noch verarbeiten. Jetzt haben wir unsere Melonen und die Tomaten einmal vorbereitet. Die sind jetzt einmal klein geschnitten. Mundgerechte Stücke waren natürlich optimal. Und jetzt habe ich da noch unsere frische Minze, die wir jetzt noch brauchen für diesen ganz besonderen Geschmack. Und zu der sagt uns die Bettina jetzt noch was. Die Minze gehört zu den Lippenblütengewächsen und sie wächst hauptsächlich auf der Nordhalbkugel. Sie mag gern den Halbschatten und frische, feuchte Erde. Bei uns findet man wild die Ross-, Acker- und Wasserminze. Für den frischen Geschmack der Minze ist das ätherische Öl Menthol verantwortlich. Aber nicht in allen Minzearten ist Menthol enthalten. In der Volksheilkunde wird die Minze gegen Magen-Darm-Beschwerden oder Blähungen verwendet. Das ätherische Öl Menthol verwendet man gern, um die inneren Organe zu beruhigen, aber auch die Psyche. Sie klärt unseren Geist, durchblutet unser Gehirn und vertreibt Müdigkeit. Man kann aber auch das ätherische Öl inhalieren, das macht unsere Atemwege frei. Die Minze kann man verwenden für sommerliche Salate, wie einen Couscous-Salat oder auch zum Beispiel für unsere typischen Kärntner Kasnudeln, da verwendet man die Minze auch gern. Aber auch in Essigen, Likören, in Desserts oder in Eis findet man sie. Aber auch Tee schmeckt vorzüglich. Und zu meinem Gericht ist jetzt noch was dazugekommen, was ich extrem cool finde, nämlich japanischer Ingwer, diese Knospen. Und die geben auch noch mal unglaublich geniale Würze, eine ganz leichte Schärfe. Und die werden wir uns jetzt auch ganz in feine Scheibchen schneiden und noch dazugeben. Jetzt brauchen wir natürlich eine Marinade. Das machen wir aber direkt, ohne die vorher als Dressing zu verrühren, sondern direkt einfach schön mit Olivenöl am guten Balsamico marinieren. Dann habe ich da noch ein bisschen Reisessig, das macht noch einmal so ein bisschen einen runden Geschmack durch die leichte Süße. Dann natürlich auch noch ganz leicht salzen und frischen Pfeffer. Dann natürlich auch ganz wichtig, Geschmackstest. Mann, extrem sommerlich. Super Gericht. Jetzt haben wir unseren Teller und jetzt können wir den schon mal anrichten und dann finalisieren wir das noch mit unserer Burrata.
Unser Sommergericht ist jetzt fertig. Und das ist eine traumhafte Kombination, weil es hat nämlich immer diese Süße von der Melone, wir haben die Säure von der Tomate, wir haben das Cremige von der Burrata, den Reisessig, wir haben diese Minze, diese Frische und in der Kombination natürlich alles drinnen, auch ein bisschen Schärfe mit dem japanischen Ingwer und ein traumhaftes Sommergericht und das werde ich jetzt gerne verkosten. Und wenn euch unsere Sendung heute gefallen hat, da gibt es noch mehr davon.